Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dead Space 2. Wir werden heute weiter unserem Blinkelicht folgen. In dieser doch etwas veränderten Umgebung. Mit schreienden Menschen, die wahrscheinlich umgewandelt wurden. Ich nehme mal an, das ist normal. Nach den Sitzungen hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Oh. Sieh dich nur an, wie groß du geworden bist. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Er? Wer? Wer ist er? Keine Ahnung. Wurde nie geklärt. Alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Operation Endphase, ne? Ja, Verluste kompensieren klingt gut. Muss ich auch machen. Ist da... Ah, toll, das ist mein Lieblingsraum wieder. Super. Bin begeistert. Total. Kann ja gar nicht schief gehen. Oh Gott. Ah, nein, 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 nicht gut, gar nicht gut, oh Gott, nein, 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 nein. Ich habe gefailt und das trotz Stase. Oh Gott, der Ton ist laut. Weg, weg. Alter! Was geht denn mit dir? Ah, wo kommen die jetzt wieder her? Oh Gott. Wow. Wo kommen die Viecher die ganze Zeit her? Hallo? Au. Den habe ich zumindest gesehen. So, stirb, bleib weg und gut. Holy shit. Ja, die Leiche ist mal wieder verschwunden. Die Leiche ist noch da gewesen. Wie schön. Oh Mann. Kann ich wenigstens... wenigstens die Schemas abgeben. Bitte, danke. Oh mein Gott. Bleh. Was haben wir denn da gehabt? Strahlenmunition, Detonator, Suchergewehr. Sehr gut. Wo ist er? Ne, nicht der, nicht der. Der Sicherheitsanzug. Das müsste der sein. Den habe ich gefunden. Den darf ich benutzen. Ja doch, den darf ich benutzen. Das ist der. Gut. Wenigstens wieder Platz im Inventar. Ich kann mir mehr Munition kaufen. Beziehungsweise Heilzeugs und alles gut. Jetzt stellt euch diese Situation mal in schwer vor. Wie ätzend das wird. Wachs. Also wir sehen schon mal deutlich besser aus. Und dass der Rick seine Farbe ändert, ist auch sehr gut. So, der Detonator ist ein Minenwerfer, sag ich mal. Suchergewehr ist allerdings etwas sehr Schönes, denn das Suchergewehr ist de facto ein Snipergewehr. So, und dann kaufen wir uns das und dann sind wir erstmal fertig damit. Also wie gesagt, Suchergewehr bin ich ein Freund von. Suchergewehr ist schön. Denn ich kann ranzoomen und das ist einfach... Muah. Biene, Biene.
sehr, sehr schön. So, Strahlenmunition kann ich nicht gebrauchen. Impulsgewehrmunition im Prinzip brauche ich auch nicht. So. Oh ja. Energie. Ich darf natürlich wieder um die Ecke gehen. Wie schön. Muss ich geradeaus? Ich muss geradeaus. Naja, gut. Wir haben ja das Gröbste hinter uns. Ich kann mich also einmal umgucken gehen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das hat ja scheinbar nur wieder Probleme erweckt. Naja. Habe ich dir sofort einen Magen versetzt? Nee. Ah, fuck you. Na, ah, komm her. Die sind wenigstens klein genug, dass es mich nicht extrem stört, aber. Das ist typisch mein Glück. Meine Güte. So. Gibt's hier irgendwas? Ich denke mal nichts. Ich sehe nichts. Aber hier? Oh, doch, da, hier. Wow. In so einem magischen Bannkreis Plasma-Energie. Und sonst? Kerzen. Hm. Ich mag die Atmosphäre, doch ja. Was haben wir denn da? Ah ja, so sieht sie übrigens aus, die Suchermunition. Sehr gut, zack, nehmen wir mit. Harpunmunition, zack, auch sehr gut, nehmen wir auch mit. Und dann gehen wir mal weiter. Dip, 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 dip. Sieht doch sehr einladend aus, doch ja. Alter! Uncool! Aber ja, im Prinzip neue Gegner. Ich meine nicht das hier, sondern ich sage mal dieser Fleischklumpen. Wo kann ich es denn gut demonstrieren? Hier. Dieses Ding öffnet sich im Prinzip. Und schießt diese explodierenden Kugeln ab. Und formiert sich dann neu und macht es immer wieder, bis man es tötet. Und im Prinzip ist das unsere Mine im Gegnermodus, sag ich mal. Denn das ist im Prinzip, was der Gegner machen würde, wenn er eine Mine hätte. Nerven. So, komm. Spuck sie aus. Spuck die scheiß Mine aus. So kann man natürlich Munition sparen. Weep. Yippie-yay und so, aber. Naja. Ich mag sie dennoch nicht, weil ich oftmals ziemlich blind für meine Umgebung durch die Gegend laufe und dann von diesen Dingern getötet werde. Das ist nicht gerade hilfreich. Wobei ich die nach oben gerichteten Viecher eben mag, weil sie sich damit selber töten. Was haben wir hier? Harpunmunition, sehr gut. Dieses Ding zum Verkaufen. Oh, oh ja, oh ja, ja, ja. Sehr viel Harpunmunition mal wieder gefunden. Sehr gut, dann werde ich die wohl mal zu meiner Verteidigung nutzen. Die Bench werde ich später nutzen. Achso. Ich habe mich schon gefragt, warum der da rumschwebt. Da ist alles am Brennen, wie schön. Wie schön, da brennt alles. Und hier haben wir Suchergewehrmunition. Die natürlich nicht da wäre, wenn ich nicht die Waffe hätte. Okay. Also ich
meine, wir müssen nur diese Dinger hier entfernen. Ja, wir müssen diese Dinger entfernen, um den Sauerstoff abzudrehen, damit im Prinzip das Feuer keinen Sauerstoff mehr hat und wir dementsprechend durch die Tür laufen können. Das ist jetzt so das Ziel, was wir hier verfolgen. Dafür können wir natürlich dann auch noch ein paar Items abgreifen hier. Was natürlich immer gut ist, ist ja klar. So. Haben wir alles in diesem Gebiet, weil ich dann hinterher ein bisschen schneller raus muss hier. So, von dem, was ich jetzt grob sehen kann, hier so im All, ist das in Ordnung so, ja. Dann können wir hier oben die letzte Batterie entfernen. Und dann müssen wir landen. Und hier durch. Wo muss ich jetzt hin? Oh, dahin. Ja, dann war da doch ein Baby. Ich hab's richtig gesehen. Oh mein Gott, wohin jetzt? Die Tür war doch gerade zu. Panik. Keine Ahnung, warum ich dafür jetzt die Batterie entfernen musste. Ich verstehe es nicht genau, aber ist schon in Ordnung. Hallo, die Tür war zu. Was willst du von mir, Spiel? Dass ich eine Batterie mitbringe? Hasse dich, Spiel. So, Baby eliminiert, mitten im... Naja, au. Im Vakuum. Irgendeine Batterie. Batterie. Das ist doch jetzt wieder doof. Jetzt schweben die Batterien hier irgendwo rum, wo ich sie nicht sehe. Dex. Ganz schlecht, da oben. Da oben. Da. Brav. Das sagt einem das Spiel natürlich auch nicht vorher, dass man eine Batterie mitbringen muss. Nö, nein. Und ich weiß, würde ich auf schwer spielen, wäre ich schon lange tot. Oder immerhin immer wieder schwer verletzt, weil ich mich heilen müsste und so, aber ist ja egal. So. Funktioniert doch. Ja, das wollte ich jetzt mal provozieren. So. Schön. Bin gespannt, wie der Körper sich verhält, sobald die Tür aufgeht. Die Schritte. Er will, dass ich die Schritte befolge. Schritt 1 in die dunkle Maschine kriegen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann ich reden. Sehr seltsam. Mein Freund... Oh, oh. Das war jetzt irgendwie enttäuschend. Achso, das ist so ein Ding. Da muss ich durch, okay. Fahren wir hier nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Werden wir Strauss finden? Werden wir Strauss... Ich weiß nicht, ob wir ihn genau retten, aber werden wir irgendwas mit Strauss machen können? All das seht ihr beim nächsten Mal hier bei Let's Play Dead Space. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!